Hallo bei Nerdfamilizin. Hallo. Wir sind wieder hier und ich befrage den freundlichen Martin zu einem ganz besonderen Thema. Und zwar klingt es ein bisschen abgefahren. Zero-Point Survey. Ja, bevor jetzt alle abschalten, das ist was, was uns ja eigentlich... Das muss ich dazu sagen, weil es klingt jetzt noch nicht so sexy, aber es ist tatsächlich ein echt spannendes Konzept. Und es geht darum, wie wir uns auf kritische Situationen vorbereiten. Denn so selten ist das ja gar nicht, dass wir im Notarztdienst oder im Rettungsdienst wissen, wir fahren jetzt zu was Ernsterem hin. Ne? Auch wenn die Informationen oft nicht ganz vollständig sind. Wir wissen, okay, wir fahren zu einer Reanimation oder zu einer unklaren Bewusstlosigkeit oder von mir sogar zum Trauma mit Messerstichverletzung oder einem schweren Verkehrsunfall. Polytrauma, Kinderreha. Irgend sowas, ja. Oder wir sind im Schockraum und wir hören, es kommt eine laufende Reanimation, es kommt irgendwie eben Blutabbrechen mit reduziertem AZ, es kommt was, wo draußen der Atemweg nicht gesichert werden kann. Auch wenn es jetzt nicht der ultimative Dramatiknotfall jeweils sein muss, wissen wir häufig ganz gut vorher Bescheid und haben ein bisschen Zeit, uns vorzubereiten. Und da gibt es ein Paper, lieber Philipp, über das ich reden möchte, nämlich von so unbekannten Leuten wie Cliff Reed, Scott Weingart, Simon Carley. Kenne ich nicht. Zum Thema, ja genau. Zero Point Survey, und die haben so ein Akronym. Das Akronym heißt Step Up und wir haben es jetzt mal übersetzt. Mit Stufe und V wie Victory. Das kann nur besser werden. Also, dann überlegen wir mal ganz kurz, wofür steht Stufe, und fangen wir mal mit dem S an. S steht für Selbst, T steht für Team, U steht für Umgebung, V steht für Versorgung und E steht für Evaluation. Okay, Selbst. Was müssen wir beachten? Also wir wissen jetzt, es kommt eine kritische Situation, so viele Informationen wie wir haben. Wir müssen mal ganz kurz an uns selber denken. Das klingt schon mal ganz gut, ne? Also, wie geht's uns, ja? Sind wir gerade unter Stress? Können wir uns überhaupt auf diesen Fall konzentrieren? Kann man die Situation für einen selber optimieren? Wir haben vorhin uns darüber unterhalten, wenn man im Schockraum steht und auf die Toilette muss, ist eigentlich nicht so toll. Ja? Also, muss man aufs Klo? Ist man hungrig? Oder hat man gerade 5 Telefonate oder muss ein wichtiges Angehörigengespräch führen? Vielleicht kann man irgendwie was optimieren, aufs Klo gehen, was essen. Meistens hat man ein bisschen Zeit. Okay, das habe ich verstanden. Selbst ist abgehakt. Team. Was muss ich da beachten? Beim Team ist es wichtig, dass wir das ganze Team informieren über die Situation, die kommt. Ne? Also ein kurzes Briefing machen, sagen, was erwarten wir. Und es ist wichtig, dass wir die Leadership, also den Teamleader, klar definieren. Jetzt gibt es da ein paar abgewandelte Konzepte. Ne? In der Präklinik ist es relativ klar, dass man als Notarzt der Teamleader ist, zumindest in so ad hoc zusammengewürfelten Teams. Im Schockraum sind aber oft auch viele Ärztinnen und Ärzte von verschiedenen Fachrichtungen. Da muss klar sein, wer der Teamleader ist. Und in manchen Situationen kann es sein, dass es echt auch sinnvoll ist, zum Beispiel 2 Teamleader für spezifische Situationen zu machen. Beispiel laufende Reanimation mit schwierigem Atemweg, der draußen nicht gesichert werden konnte. Dann ist es gut, wenn man sich aufteilt in 2 Teams oder eine Möglichkeit, sich aufzuteilen. Der eine macht den Atemweg und der andere kümmert sich um die Reanimation, also um die Hämodynamik quasi. Und diese Teams auch mal trennt und dann regelmäßige Kontrollen macht. Und die Rollen zu verteilen. Wenn das in eurem Schockraum nicht Standard ist, dass jede Person weiß, wo sie steht und was sie zu tun hat, mal grob zu sagen, okay, du machst das, du kümmerst dich um die Medikamente, du kümmerst dich ums Monitoring und so weiter, dass man sich da mal ein bisschen aufteilt. Und was ich einen ganz wichtigen Tipp finde, ist der Fokus. Mhm. Mit Fokus meine ich, dass man dem Team am Anfang schon sagt, was besonders wichtig ist bei dieser Situation. Also Beispiel jetzt bei dieser Reanimation, dass ich sage, okay, das wird jetzt dramatisch sein, da geht es um die Intubation, der hat irgendwie Bluterbrechen und so weiter. Aber was mir besonders wichtig ist, ist, dass die Kompressionen möglichst ohne Unterbrechung bleiben. Ja? Und dann wissen alle, okay, unser Fokus ist jetzt da drauf und nicht, wenn da irgendwo oben jemand sagt, oh, ich brauche einen anderen Tubus oder so. Oder wir haben vorhin uns unterhalten über Blutungen. Was wäre da so dein Fokus? Wärmeerhalt wird immer vergessen. Genau, dass man einfach sagt, okay, da kommt jetzt jemand mit einer massiven GI-Blutung oder mit einer Extremitätenblutung. Denkt dran, wir müssen da auf Wärmeerhalt achten. Und was man übrigens in der Präklinik super machen kann auf der Anfahrt, wenn ich jetzt als Notarzt fahre, dann sage ich immer meinem Fahrer, was ich eigentlich von ihm erwarte. Ich sage, wir fahren jetzt zur Reha, wenn wir die Ersteintreffenden sind, dann möchte ich, dass du die Thoraxkompression erstmal übernimmst, mir sagst, wenn du müde bist, und ich werde die
Maskenbeatmung erstmal übernehmen. Oder ich sage dem, okay, wir werden jetzt nachgefordert, ich werde beim Kindernotfall total aufgeregt sein, ich möchte bitte, dass du die Dosierungsschemata immer nochmal cross-checkst, damit wir ein Vier-Augen-Prinzip haben und einen Überblick behältst und mich warnst, wenn ich irgendwas übersehe. Mhm. Da finde ich auch, das ist gut, dass man das Team auf potenziell besonders aufwendige Prozeduren irgendwie einschweißt oder zumindest mal dieses Wort in den Raum wirft. Also bei zwei Szenarien mache ich das häufig. Bei Kindernotfällen gehe ich dann manchmal schon ein paar Sachen durch, wie zum Beispiel, welche Tubengröße und wie viel Kilogramm hat das Kind und so weiter und so fort, und spreche das auch laut aus, sodass der Notfallsanitäter oder der Rettungsassistent oder Rettungsassistentin, die mit mir dann fahren, das schon mal so im Kopf haben. Aha, der denkt schon mal an das, und dann kann man sich schon ein mentales Modell irgendwie bauen. Oder bei ganz seltenen Sachen, wenn es zum Beispiel heißt, Thorax-Messerstichverletzung, kann man sagen, es kann sein, ich glaube es nicht, ja, aber es kann sein, wenn der jetzt einen Kreislaufstillstand hat, das wirklich eine Messerstichverletzung ist, dass das zum Beispiel bis zu einer Thorakotomie kommt. Dann ist das Wort schon mal und dieses mentale Konzept mal irgendwo schon mal verankert. Okay, dann haben wir jetzt selbst und Team, jetzt kommt Umgebung. Umgebung. Was muss ich da erklären? Ja, also das gilt auch für die Präklinik und für die Innerklinik. Ich mache mal den Schockraum. Für die Innerklinik ist einfach, wir müssen mal schauen, haben wir überhaupt unser ganzes Material? Ja? Also ist der Defi vielleicht gerade auf Verlegung auf die Intensivstation mit dem STEMI-Patienten? Ist unser Lukas oder unser Reanimationsdevice bereit? Sind die Batterien geladen? Funktioniert das Videolaryngoskop? Haben wir unser Zeug vorbereitet? Meistens hat man genug Zeit. Ist der Absaugschlauch am Absauger und solche Sachen, einfach das Material, ist das vorhanden. Und dann auch, sind Ressourcen vorhanden, die wir vielleicht brauchen. Also wenn es jetzt heißt Polytrauma, ist das CT verfügbar. Oder auch unklare Bewusstlosigkeit, haben wir ein CT. Ist das Herzkatheterlabor vielleicht, wenn es heißt, ein 40-Jähriger ist mit Kammerflimmern irgendwie unter Reanimation, dann würden wir erwarten, dass das was zum Kathedern ist. In manchen Systemen macht es Sinn, dass die Intensivstation schon frühzeitig Bescheid weiß und vielleicht bereitsteht, oder irgendwelche OPs und so weiter und so fort. Und in der Präklinik ist es mindestens genauso wichtig, dass ihr euch überlegt, hey, wo fahre ich denn eigentlich gerade hin? Ist das mitten am Ende der Welt? Ja? Das heißt, habe ich extrem lange Anfahrten, dann frühzeitig vielleicht Unterstützung anfordern oder zumindest euch und euren Fahrer schon mal darauf vorbereiten, wenn ihr Notärzte seid oder euer Team, wenn ihr im RTW sitzt, dass ihr sagt, hey, wenn das jetzt was Krasseres wird, bitte sofort daran denken, dass wir den RTH holen. Oder wenn ein Kindernotfall da ist, dass ihr sagt, wenn es sowas bei euch gibt, wir holen den Kindernotarzt nach, wir holen den Baby-NRW nach. Wenn es draußen regnet wie Bolle, dass man eben sagt, hey, wir müssen den Patienten schnell ins Auto holen und so weiter. Mhm. Und potenzielle Gefahren antizipieren, logischerweise. Das ist jetzt in der Klinik, ist dann nicht ganz so viel. Da gibt es vielleicht so Kontaminationsgeschichten eher noch. Oder Angehörige, die, wenn man hört, da ist irgendwie eine höchst dramatische Situation mit Messer und so weiter, dass man das schon mal so ein bisschen überlegt. Präklinik ist das sicher viel mehr. Ne? Ist in der Umgebung irgendwo was gefährlich, wenn es heißt auf der Autobahn, dann sag mal, hör zu, wir müssen einfach immer dran denken, ich vergesse das immer wieder, dass man die Jacke und den Helm und so weiter, also einfach, dass man überlegt, was könnte uns da treffen, oder wenn es heißt irgendwie auf dem Bahngleis, ne, dass man, ja logisch, ne, Strom und so weiter, an diese Sachen denkt. Also das wäre jetzt selbst Team und Umgebung, und jetzt kommt die V wie Versorgung und Victory. Genau. Also genau, V und E ist relativ einfach, das geht jetzt gar nicht so um die Vorbereitung, sondern eben, dass man dann in die Versorgung geht, also das ABC und so weiter macht, und das E soll nur nochmal daran erinnern, dass wir regelmäßig Evaluationen machen, so ein 10 for 10, immer wieder so diesen Kreis schließen, mit unserem Team rücksprechen, das Teambriefing aktualisieren, sagen, okay, wir dachten, es kommt eine Reanimation, aber der Patient hat jetzt wieder einen Kreislauf, unser akutes Problem ist jetzt, dass wir den Atemweg sichern, und ich denke, da gehen wir schnell in die Herzkatheteruntersuchung und so weiter. Das ist, denke ich, relativ klar und ist in diesen ganzen Team-Resource-Konzepten schon drinnen. Und tatsächlich muss man sagen, glaube ich, ist das nicht nur etwas, was wir bei extrem schwierigen Einsätzen machen sollten, die erwartbar schwierig werden, wie Kinderreha, Polytrauma etc., sondern ein professionelles Schockraumteam und ein professionelles Rettungsteam macht das eigentlich immer. Ja? Also, dass man ganz kurz mal durchgeht, was erwartet uns, was müssen wir machen, und vor allem das mentale Modell teilt. Und ich finde, das möchte ich nochmal betonen, gerade für die Unerfahrenen, also ob das jetzt eine unerfahrene Pflegekraft ist, aber auch vielleicht den eher unerfahrenen Assistenzarzt oder Assistenzärztin, der jetzt dann ein Schockraumteam in irgendeiner Form leiten muss, beruhigt es ungemein,
wenn das Team ein gemeinsames Modell hat. Also es lohnt sich echt für euch selber, aber auch für alle anderen Beteiligten, dass man da so ein bisschen Ruhe reinbringt. Alle wissen so grob, auf was sie sich einstellen können. Das ist eine gute Sache und hat für mich mein Management tatsächlich deutlich geändert. So sehe ich das auch. Also nochmal ganz kurz Wiederholung. Denkt immer an die Stufe für den Zero-Point-Survey und Stufe mit V. Das steht für Selbst, Team, Umgebung, Versorgung und Evaluation. Und das im Vorfeld kurz durchgehen und dann seid ihr ready to go und ready to rock. Okay. Mit diesem rockigen Ende kann ich nur sagen, teilen und liken und wir sehen uns das nächste Mal bei Nerdfamilien. Ciao! Ciao! Thank you.